So, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem kurzen Statusbericht, Update-Bericht in Sachen Boson X, wie man vielleicht auch schon erkennen kann hier an den ersten Sekunden, Metern, wie auch immer. Und zwar wurde ich ja, ich glaube, zuerst gefragt von Candyman, ob ich nicht ab und zu meinen Highscore bekannt geben könnte. Und ich habe gesagt, ja, ist kein Problem, werde ich machen. Wollte ich gestern eigentlich schon hochknallen, allerdings war ich das Wochenende verhindert, deshalb erst heute, kam nicht an den PC gestern, also ich war gar nicht an dem PC dieses Wochenende. Und ja, wie gesagt, deshalb heute erst dieser kurze Statusbericht in Sachen Boson X. Und ja, was soll ich sagen? Ich muss dankenswerterweise meine Highscore nicht, oder meinen Highscore nicht bekannt geben. Das habe ich einem Kontrahenten, sage ich jetzt mal, zu verdanken, und zwar Skiraxalus. Der hat nämlich den Vogel abgeschossen schon mal die erste Woche und hat sich in die globale Top 10 gespielt. Wunderbar. Das heißt, mein Highscore ist überhaupt nicht mehr von Interesse und ist überhaupt nicht mehr wichtig, denn er ist nicht mehr zu schlagen. Sondern ihr müsst, goddammit, ihr müsst den Highscore von Skiraxalus erstmal in Angriff nehmen, und der ist verdammt hoch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe zufällig heute mal drauf geguckt, als ich heimkam. Und ja, ich glaube, du lagst irgendwo bei 485%, du Wahnsinniger, im positiven Sinne. Und ja, wie gesagt, deshalb ist eigentlich mein Highscore nicht mehr von Bedeutung. Ja, für dich vielleicht schon, Skira, ne? So von wegen, oh, ist der knapp dran? Ist er knapp dran? Ist er knapp dran? Nein, bin ich nicht. Also das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Bin ich nicht, dafür habe ich das Ganze auch zu wenig gezockt und zu wenig gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Versuche ich da jetzt investiert habe mittlerweile oder bis jetzt. Es waren nicht allzu viele. Ich bin über 300%, aber das war es dann auch schon. Ich glaube 350 oder maximal 360. Kann ich auch gleich nochmal gucken. Ich kann es ja doch kurz zeigen. Ich weiß, ich müsste das jetzt eigentlich, wie gesagt, gar nicht mehr mitteilen, denn ihr müsst Skira schlagen. Unbedingt. Nein, eigentlich nicht. Ihr spielt ja auch gegeneinander. Von daher vielleicht schon. Ja, eigentlich ist damit ja auch schon genug gesagt. Wie gesagt, Skira, Halleluja. Da hast du auch wirklich was vorgelegt. Und ja, ich werde mich wahrscheinlich die letzte Woche nochmal dran setzen. Ich habe momentan nicht wirklich die Muse und nicht wirklich die Nerven dazu, um mich hier erstmal dran zu setzen. Aber ich denke mal, wie gesagt, die letzte Woche der Challenge werde ich mich auf jeden Fall nochmal dran setzen. Ja, nochmal Respekt für deinen Highscore. Der ist wirklich, ja, hoch, ne? Ich glaube, du bist Siebter jetzt mittlerweile. Es sei denn, du hast weitergezockt und bist jetzt noch höher. Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt auch schon 3, 4, 5 Stunden her, dass ich geguckt habe. Aber das Spiel scheint dich ja richtig gefesselt zu haben. Und ja, wie gesagt, Respekt. Das ist schon eine Hausnummer, die du da in den Sand gesetzt hast. Und ich bin mir nicht sicher, also ich bezweifle, dass ich da noch rankomme, ehrlich gesagt. Ja, wenn ich jetzt vielleicht Tag und Nacht, aber wie gesagt, dafür habe ich weder die Zeit noch den Nerv. Und deshalb, ja, hoffe ich, dass vielleicht auch die ein oder anderen Teilnehmer, die da sonst ja auch mitmachen, auch nochmal ein bisschen Gas geben und vielleicht das Kira nochmal unter Druck setzen können, wobei das halt schon wirklich schwierig wird, ne, Top 10 und so. Gott, das wäre natürlich sehr cool, wenn da plötzlich 2, 3 Leute von dieser Challenge in den globalen Top 10 drinnen wären. Das wär der absolute Wahnsinn. Keiner weiß, woher die kommen. Und plötzlich sind da 2, 3 Spaßvögel drinnen. Das fände ich super. Ja, wie gesagt, vielleicht einer von den anderen hier, Candy, Evenrow, Catnip und auch 2, 3 andere noch, die vielleicht mitmachen, die sich noch nicht so ganz sicher sind. Es hat, oder es gibt viel zu tun. Wie gesagt, Skira mit 485. Eine sehr, sehr goddammit. Eine sehr, sehr gute Hausnummer, sage ich jetzt mal. Wirklich eine hohe Zahl. Und ja, bin gespannt, ob sich da noch was tut. Also vor allem auch in eigener Hinsicht. Goddammit. Ob ich mich da wirklich nochmal so reinbeißen kann, ob ich das wirklich überhaupt möchte. Ich meine, ja, wie gesagt, das Spiel ist toll und auch die Challenge nehme ich natürlich durchaus ernst, in Anführungszeichen. Aber ja. Ich bin leider jemand, der vieles erst zu einem letzten Drücker dann macht. Von daher, ja, mal gucken. Mal gucken. Damit eigentlich auch schon alles gesagt, ne? Was ich noch erwähnen möchte, ist natürlich, dass ich mich wahnsinnig freue, dass wirklich so viele mitgemacht haben oder mitmachen. Das finde ich super, wirklich. Hätte ich nicht gedacht.
als ich das hochgeladen habe, also das erste Video, dachte ich maximal, ja, keine Ahnung, 2, 3, also wirklich, wenn es hochkommt. Aber offenbar haben da doch jetzt schon mehrere auch mitgemacht oder machen mit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Einsendungen dann vielleicht auch kommen von Leuten, die ich vielleicht gar nicht kenne. Da ja auch Catnip zum Beispiel Videos hochgeladen hat von dieser Challenge. Von 2 Versuchen zumindest, die sie gestartet hat, glaube ich. Von daher, ja, ich bin sehr gespannt, ob sich da noch jemand einfindet. Aber selbst wenn nicht, es sind schon mehr Leute, als ich gedacht hatte. Goddammit. Ja, wie gesagt, das sollte eigentlich auch genug sein für den Moment, bevor ich hier selbst auch völlig durchdrehe. Also das Level hat schon in sich, finde ich. Und ja, ich melde mich vielleicht... Gott, Schande, ja, egal. Ich melde mich vielleicht... Moment, ich glaube, ich habe hier jetzt mehr Versuche eigentlich schon unglaublich. Ich bin noch nicht mal bei 100%. Egal. Ich melde mich dann wahrscheinlich nächsten Sonntag wieder, aber da lege ich mich jetzt auch gar nicht mehr fest. Ich habe keine Ahnung. Ich werde vielleicht irgendwann nochmal einen kurzen Statusbericht abgeben. Je nachdem. Mal sehen. So, jetzt gehe ich mal kurz raus hier. Ich glaube, man sieht nämlich sogar... Ah ja, hier. Ich hoffe, man kann es lesen. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. 365,42. Ja, wie gesagt, ich will ja auch niemanden belügen oder so, ne? Wobei, wie gesagt, ich glaube, ich werde mich sogar noch hier eher an dem letzten Level häufiger betätigen als hier bei der Challenge an sich, also für den Moment zumindest. Aber wie gesagt, das ja, entscheide ich dann meistens natürlich auch spontan, keine Ahnung, wie ich gerade Bock und Lust drauf habe. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wie auch schon erwähnt, Skira müsst ihr schlagen. Gott, hat das immer schon so... Wow, na egal. Mit einem... Highscore von knapp 500, also haltet euch ran. Ja, dahin ist es ein langer Weg, denke ich mal. Und ja, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an dieser Challenge, an dem Spiel an sich. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, habt einen schönen Abend, Nacht, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das heute wirklich noch hochgeht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.